Wunderschön. Und eins und zwei. Und... Okay. So. Ja, ich weiß nicht, wie der geht. Ich würde es gerne machen. Ich kann ihn leider nicht benutzen. Wir können mal eine Mosse benutzen mit E. Ne, E ist das. Q, ach Q. Boah, jetzt bin ich gespannt. Ach du meine Güte. Also kann ich jetzt drei Dinge auf einmal nutzen. Diese Salve hat uns getroffen, Sir! So. Feuer! Oh, nicht schießen, nicht schießen. Oh mein Gott. Wir haben das Schiff besiegt. Auch einfach so. Wir haben einen Balken verloren. Krass, das war Level 3. Ich bin begeistert. Nein, ich bin schwer begeistert. Segel einholen. Und es wird gleich einen richtig geilen Kampf wieder geben. Ich werde auch diesmal, ja, wir haben keine Pistolenmunition. Das heißt, ich muss noch warten, bis ich rüber kann. Ach, zwei hat man noch. Schaffe ich's? Ja. So, der ist down. Und der nächste. Was war das denn? Komm ruhig her. Und Verteidigung durchbrochen. Oh, wir haben Kugel verloren. Ja, gut. Danke, dass du so lange gewartet hast. Ist das der Captain? Was müssen wir eigentlich machen? Gegnerische Kundschafter töten. Was ist ein Kundschafter? Gegnerische Kundschaft. Ich habe mich nicht verlesen. So, der ist weg. Und auch der da ist weg. Ist du ein Kundschafter? Töte ihn doch. Der Blöde, töte den Kundschafter doch einfach. Aber es ist gar kein Kundschafter. Die Berserker feiern und sowas hebe ich mir auf, weil das kann ich jetzt hier nur wirklich nicht gebrauchen. Oh, ho, ho, ho. Ich lose gerade voll ab. Wo sind denn die Kundschafter? Ich sehe nichts. Ich tue einfach alles töten. Ich sehe da zwei Punkte, aber... Ach, das ist der Kundschafter, alles klar. Einer von denen. Nee, ist immer noch nicht der Kundschaft, mich verarschen. Jetzt, das war gut. Boah, Alter, was war das denn? Huh, was? Ernsthaft? Wir haben wirklich eine Bootsschlacht verloren. Ich hab die Kundschaft noch nicht gesehen. Hallo? Seit wann schießen denn da Leute auf einen? Boah. Aus Frust tue ich das Fortsetzblätten. Vor allen Dingen 2200 Meter entfernt gespawnt. Ist auch geil. Ich kann die Mörser nicht nutzen. Achso, der muss runtergehen, das wahrscheinlich. Guckt euch mal bitte die Mörser an, die Power von denen. So, bam. Da. Okay, und es geht weiter. Bereit zum Feuern, Cap. Da kämpfen wir. Bam und bam. Und lala. Und ein bisschen. Bam. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Festung. Ach, da oben ist die Festung. Hat mich schon gewundert, was da auf mich schießt. So, warte. Wurden getroffen, Sir. Feuer! Sie feuern, Sir! Ja, Gegner feuern, das ist bestimmt klar, dass die feuern. Die haben bestimmt nicht zugucken, wie ich sie platte. Oh, was? Die feuern! Was, was ist denn da noch? Nervige kleine Schiffe. Hä? Da. Erwischt! Gegner feuert! Bleibt stolz! Ah! Engler hat bereit! Sag mir das Wort, Captain! So, dann hol ich mir das Schiff mal. Denn noch ein Schuss und wir sind tot. Alle Segel setzen und die Landmaschine! Sehr schön, okay. Jetzt können sie uns ja theoretisch nichts mehr tun. Theoretisch. Okay, dann hole ich mir die 5 jetzt mal. Diesmal benutze ich aber das Ding hier. Ich bin frustriert. Ich war wirklich zu übermütig. Aber ich habe es irgendwie gewusst. Ich wusste, dass ich... Nee, ich wusste es. Aber... Ich habe es trotzdem getan. Ich habe es trotzdem getan. Ja, ich habe es getan, weil... Dauer. Ja, komm. Ja, reicht doch einfach. Zeig den Leuten, dass du der Captain bist. Oh. Würdest du ihnen das besser zeigen? Ja, okay, das finde ich gut. Bleiben wir mal hier oben sitzen. La, 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 la. Und der letzte. So wie geil, du sitzt hier oben. Ist auch nicht eine coole Taktik. Kopfschuss. Yeah. Bin ich mal aufs Schiff gegangen. Yay. Vorverteidigung zerstört 3 von 9. Das ist das, oh, das scheint ein großes Fort zu sein. Hallöchen. Ja, wozu seid ihr wohl da? Jetzt seid ihr natürlich da, den Checkdoor zu reparieren. Und da müssen wir gleich weiter segeln, weil... das wird uns nicht so viel. Und wir können natürlich... wir können natürlich nicht in Reisegeschwindigkeit gehen. Komm schon, jetzt. Ja. Okay, wo ist das vor? Da hinten. Und noch ein kleines Schiff steht uns im Weg. Das sollte aber nicht so kompliziert sein, das zu vernichten. So. So, holen wir uns das Schiff. Wunderschön. Wie können wir uns die eigentlich von hier holen? Komm her. Boah, der stirbt nicht. Der stirbt nicht, der will nicht. Stirbt doch einfach nur. So, komm hoch mit dir. So, der da und der. Mist. La 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 la. Oh, das war's schon. Oh, ja gut, dann. Ja, ne? So. Nach dem Vor machen wir dann wieder was anderes. Dann gehen wir zu der Insel und dann machen wir die Hauptmission weiter, weil ich merke auch gerade, es ist natürlich nach einer Weile dann Jack-Tor, oder? Es ist natürlich nach einer Weile dann sehr eintönig und das möchte ich ja nicht. Ich möchte das als Player recht unterhaltungsabwechslungsreich gestalten. Oh, 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 weg hier, weg hier. Oh nein, das geht nach hinten los. Das geht jetzt böse nach hinten los. Oder? Feuer! Oh, oh, wie blöd bin ich hier, Stopp zu machen. So, okay. Wir gehen in Geschwindigkeit runter und machen eine Drehung. Bam!
Okay. Topsegel ab! Bergen und Festung. Wo ist es? Aller Kraftmänner! Ausweichmanöver! Ich... Irgendwie funktioniert's nicht. Segel setzen! Okay, machen wir's auf Konsolen. Und gute Nacht. Und gute Nacht. Ich kann mal reden, ich dachte, es gibt nur noch eine Treffermöglichkeit, aber wir können anscheinend zu weit weg. Stört aber auch nicht. Ist ja auch, seit wann könnt ihr eigentlich so einen Mörser machen? Beim ersten Vorderangriff konnten die das nicht. Oh oh. Hallo. Andere Schiffe haben wir hier aber nicht, gell? Nee. Das ist ein Riesenvor. Ich will gar nicht wissen. Ja, ich will es doch wissen, aber ich komme gerade nicht zum Nachgucken. Was das nun eigentlich für eine Stufe ist. Level 32, genau wie das letzte. Nee. Also auf jeden Fall nicht stärker als das letzte. Ich bin nämlich gerade nur, wo diese Türme eigentlich sein sollen. Ja, da haben wir noch eine Mauer, okay. So, drauf. Und das drauf. Und das drauf. Wunderschön. So sieht das ganz gut aus. Oh, ist ein Wreck hier. Boah, sie hat uns beinahe erwischt, ey, krass. Oh, freut man sich. Hallo? Oh. Ah, hier ist eine Insel. Hier sollte mir eigentlich nichts passieren, ich bin außerhalb des Kreises. Außerhalb des Kreises. Bam. So. So. Drauf. Immer schön drauf. Okay, wunderschön. So, da haben wir das nächste. Oh, nicht hin. Nicht hin. Nein, nein, nein. Geradeaus durch. Genau. Da ist eine Mauer. Die müssen wir noch zerlegen. Der Winkel schlägt noch nicht. Ach, klar stimmt der. Und jetzt den letzten Turm, der da hinten steht. Und dann haben wir es sogar schon geschafft. Wunderschön. Wir sind die Besten. Wir sind die Besten. Yo, ho, ho, and a bottle of rum. Da-dam, dam, dam, da-dam, dam, 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 dam. So, komm her, los. Der nämlich der Turm, der in der Ecke steht. Ja. Woo. Das Schöne bei einer Vorzerstörung Das Schöne bei einer Vorzerstörung ist, dass man das Vor nicht nochmal zerstören muss. Das heißt, man hat es zerstört und dann kann man hingehen. Das heißt, man stirbt auf dem Weg zum Vor dann nochmal. Dann wird man es wahrscheinlich nochmal machen müssen, aber... Das ist ja nicht der Fall hier. Wunderschön. So, dann lagern wir hier mal an. So. Und andocken. Wunderbärchen. So, ich bin ein Wunderbärchen, Wunderbärchen. Will ich hier so hoch? Ja, komm nicht. Keine Umwege, einfach schnurstracks drauf los. Ist schon richtig, hier muss ich lang. Warnung, Sperrgebiet hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich bin hier aus Spaß. So, hoch mit mir. Drei Offiziere des Forts eliminieren, wie jedes Mal. Hat er gerade gefragt, ob ich ihn rollen will? Boah! Und stirb! Stirb auch! Ja! Der hat mich, glaube ich, gerade angeschossen. Wo sind die anderen beiden Offiziere? Genau, okay.
Und hier scheint einer zu sein. Boah, ernsthaft? So, stirb. Ich muss aufpassen wegen den Kanonen, das ist echt gerade. Also so, stirb. Oh, komm schon, bitte, stirb, endlich. Hallo? Ernsthaft? Da block ich hier schon jeden. Was? Oh nein. Nein. Ich habe nicht mal ein Schusszeichen gesehen, sonst hätte ich mir den noch als Schutzschild genommen. Ja. Es ist zum Verzweifeln. Glaubt mir. Es ist einfach. Ich wette so, die ganzen Assassin's Creed Profis sitzen jetzt so vor ihrem Rechner, schlagen sich mit dem Kopf die Hand und sagen, du hättest doch das machen müssen. Und der Nevergest denkt sich, ich bin